damit nehme ich den Ball sozusagen auf und übergebe ihn direkt an Professor Ulrich Walker, Leitender Arzt bei uns auf der Rheumatologie, und der spricht über das Renault-Phänomen. Kennt jeder, weiß aber niemand genau, was es ist, und nach der Vorlesung wissen wir bestimmt mehr. Vielen herzlichen Dank, Ulrich. Lieber Jens, danke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir eine kleine Präambel. Wer sich heute als besonders in- und informiert zeigen möchte, vermeidet in Einklang mit den Empfehlungen der European Society of Vascular Medicine den Begriff Renault-Syndrom, sondern man spricht heute in der Literatur hauptsächlich vom Renault-Phänomen. Die Gründe dafür sind für mich nicht komplett nachvollziehbar, aber das ist sozusagen die moderne Nomenklatur. Und wir kommen gleich zu dem ersten Fall oder dem einzigen Fall. Es handelt sich um einen Informatiker mit einem Renault-Phänomen seit dem 41. Lebensjahr, und er wurde hier hospitalisiert aus voller Gesundheit heraus im 45. Lebensjahr wegen eines epileptischen Anfalls. Als Ursache fand sich eine kleine intrazerebrale Blutung, eine hypertensive Entgleisung und auch erstmalig eine massive Einschränkung der Nierenfunktion. Der körperliche Befund war komplett unauffällig, lediglich an den Fingerspitzen fanden sich solche leichten Veränderungen. Und da kommen wir zur Frage, was würden Sie nicht fallen lassen? Sie bestimmen den U-Status, vielleicht hat er ja eine Glomerulonephritis. Sie bestimmen die ANAs, man sucht nach Fragmentozyten, man gibt sofort ACE-Hämmer und aufgrund dieser vaskulitis-verdächtigen Läsionen an den Fingerspitzen auch sofort hochdosierte Glukokortikosteroide. Stimmen Sie ab? Warten wir noch einen kleinen Moment. Genau, also was man nicht machen sollte, ist die Mehrzahl der Meinung, man sollte nicht sofort hochdosierte Glukokortikosteroide geben, ANAs bestimmen, U-Status, Fragmentozyten, eine kleine Zahl denkt, dass das falsch sei, Auflösung kommt am Ende. Wir widmen uns dem Renault-Phänomen, wurde vor ziemlich genau 150 Jahren von einem Pariser Arzt in seiner Doktorarbeit erst beschrieben als abnorme, kältegetriggerte, reversible, lokale Vasokonstriktion von digitalen Arterien. Heute glauben wir, dass wir das anhand von anamnestischen Kriterien tatsächlich auch ausreichend diagnostizieren können. Es kommt initial zu einer Phase der Ischämie mit Weißverfärbung der Finger, gefolgt von entweder einer Zyanose und oder noch einer flammenden Rötung als Folge von einer koordinierten Abfolge von Vasokonstriktion und Vasodilatation in präkapillären und postkapillären Sphinktern. Ich gehe in der Praxis so vor, dass ich den Patienten Bilder vom Renault-Phänomen aus Google zeige, und wenn er das wiedererkennt, dann kann man ausreichend sicher sein, dass der Patient tatsächlich ein Renault-Phänomen hat. Und die Frage, die sich dann anschließt, handelt es sich um ein primäres oder ein sekundäres Renault-Phänomen? Das primäre Renault-Phänomen ist sehr, sehr häufig. Definitionsgemäß hat es keine assoziierten Erkrankungen. Es beginnt typischerweise bei jungen Frauen zwischen dem 50. und 30. Lebensjahr. Also Frauen sind viel, viel häufiger. Es ist sehr häufig in der Population. Die Prävalenzen schwanken ein bisschen nach den Untersuchungen. Ich denke, in der Schweiz sind etwa 5 bis 10% betroffene Menschen realistisch. Und diese Betroffenen haben auch sehr häufig betroffene erstgradige Verwandte. Also es gibt eine gewisse hereditäre Komponente. ANAs sind, wenn vorhanden, in der Regel niedrigtitrig, also negativ. Und wir finden auch keinen Hinweis auf einen strukturellen Gefäßschaden, sei es durch abnormen Leakage, also Fingerschwellungen, die sogenannten Puffy Fingers, oder kritische Ischämien sind nicht vorhanden. Und auch mikroskopisch finden wir in der Nagelfalzkapillarmikroskopie keine abnormen Gefäße. Beim sekundären Renault-Phänomen dagegen liegt eine assoziierte Ursache vorhanden. Das beginnt oft jenseits des 40. Lebensjahres. ANAs können, müssen aber nicht positiv sein, also hochtätig vorhanden sein. Und wir finden, wenn wir Hinweise auf einen strukturellen
Gefäßschaden finden, also in der Nagelfalz-Kapillarmikroskopie oder eben klinisch, zum Beispiel mit Ulzera, dann spricht man auch definitionsgemäß von einem sekundären Renault-Phänomen. Nun ein paar Worte zum primären Renault. Das tatsächlich hat eine starke hereditäre Komponente. Zwillingsstudien beobachten, dass eine viel höhere Konkordanz bei eineiigen Zwillingen und errechnen eine Heredität von mehr als 50%. Und es gibt tatsächlich auch genomweite Assoziationsstudien und die highlighten eine Involvierung von Adrenozeptoren, also Allele, die für den sympathikomimetischen Input verantwortlich sind, und auch andere Transkriptionsfaktoren, die sich mit der Regulation oder dem Sensing von verschiedenen Vasodilatatoren beschäftigen. Zur Pathogenese: ein Zusammenspiel von Vasokonstriktion, Vasodilatation, Endothelzellschaden, begünstigte Blutgerinnung und Sympathikusaktivierung, und das unterliegt natürlich unterschiedlichen Substanzen. Ich möchte vielleicht das Calcitonin Gene-Related Peptide noch highlighten. Sie haben von diesem Vasodilatator schon bei der Migräne gehört und demzufolge, da kommen wir auch noch kurz darauf zu sprechen. Demzufolge sind Medikamente, die also zum Beispiel bestimmte Vasodilatatoren wie eben das CGRP wegnehmen oder antagonisieren, Migränetherapeutika, oft auch Ursache des sekundären Renault-Phänomens, Amphetamine, Ergotamin, ADHS-Medikamente, Nasentropfen, die die Gefäße konstringieren, können verantwortlich sein, Beta-Blocker und auch bestimmte Chemotherapeutika, also Cisplatin, Bleomycin. Hämatologische Assoziationen betreffen Proteine, die abnorm in der Kälte, also im Kühlschrank, ausfallen und natürlich dann auch im Finger zur Viskositätserhöhung beitragen können. Kälteagglutinine und Paraproteine, wenn also sie einen abnorm hohen M-Gradienten haben, über die Hypoviskosität. Beruflich sind vibrierende Werkzeuge oder waren das früher der Klassiker, also der Presslufthammer. Die haben oft auch zu Suva-Fällen geführt. Neuerdings vermeidet man aber diese verantwortlichen Frequenzen, die dann das Renault-Phänomen triggern können, sodass es selten geworden ist. Man beobachtet manchmal noch das Hypotenar-Hämmer-Syndrom. Dann gibt es noch Assoziationen tatsächlich auch mit dem Karpaltunnel-Syndrom, dem Hypothyreoidismus, und es gibt natürlich auch paraneoplastische Ursachen digitaler Ischämien. Nun, wenn eine betroffene Person ein primäres Renault-Phänomen hat, dann, und das ist in jungem Alter begonnen bei einer Frau, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer spontanen Remission nicht null, sondern etwa 50% der Patienten verlieren das wieder im Laufe des Lebens, im Mittel so nach ungefähr einer Dekade. Aber ein Achtel der Betroffenen kann ein sekundäres Renault-Phänomen entwickeln. Und da ist die häufigste Assoziation oder der häufigste Punkt in der Patientenkarriere die Entwicklung einer Systemsklerose. Grundsätzlich können alle Kollagenosen, Connective Tissue Disorders, mit Renault-Phänomen assoziiert sein. Bei der Systemsklerose am weitaus häufigsten, und den zweiten Platz belegt die Mischkollagenose. Diese Assoziation ist sogar so stark, dass eigentlich diese genannten Kollagenosen, insbesondere Mischkollagenose und Systemsklerose, immer mit Renault-Phänomen beginnen. Bedeutet, wenn ein Patient mit Systemsklerose zum Beispiel kein Renault-Phänomen hat, muss man die Diagnose besonders gut begründen oder gegebenenfalls auch hinterfragen. Also die Erkrankung beginnt mit dem Renault-Phänomen, und in zeitlich interindividuell variablem Intervall folgen dann die anderen Organmanifestationen. Bei der Systemsklerose in der Regel eben die namensgebende Hautsklerosierung an den Fingern, die typischerweise distal beginnt und sich danach proximal hocharbeitet. Eine weitere Frühmanifestation kann tatsächlich noch die renale Beteiligung sein in Form einer renalen Krise, und Lunge und kardiale Beteiligung kommen erst später. Wie soll man das Renault-Phänomen abklären? Mein persönlicher Vorschlag: man sollte anamnestisch und klinisch nach Bausteinen für eine Kollagenose fahnden. Also man sollte sich die Haut anschauen, wie das aussieht, zeige ich noch.
nach Arthritis, Arthralgien fragen, den Patienten fragen, ob er vermehrt gemerkt hat, dass die Finger abnorm geschwollen sind, puffy sind, resultierend aus einer pathologischen Durchlässigkeit der Kapillaren für Blutserumbestandteile. Man muss sich das so vorstellen, jeder hat vielleicht schon mal erlebt, dass beim Wandern in den Alpen mit dem Rucksack die Finger schwellen. Genauso fühlt sich das für die Patienten auch an. Fragen nach Muskelschwäche als Hinweis auf Myositis. Diese Patienten können auch Dysphagie oder Reflux haben, beobachtet man auch bei der Systemsklerose. Man sollte sich über die Makroangiopathie, die die Sache vielleicht noch begleitet oder aggraviert, über Pulsstatus orientieren, nach Karpaltunnelsyndrom fragen und untersuchen. Und Berufsanamnese, Freizeitanamnese, Medikamente. Hier noch die Hautbefunde, die Hinweis geben können auf eine sekundäre Kollagenose. Sie erkennen oben links bereits makroskopische Einblutungen am Nagelfalz. Und Sie sehen hier in dem gelben Quadrat die Puffiness der Finger. Es handelt sich also hier noch nicht um eine Verhärtung der Kutis, sondern es ist einfach nur der Finger ist diffus geschwollen. Teleangiektasien können facial, aber auch palmar vorhanden sein, reversible Dilatationen der Kapillaren, die sind blutgefüllt unter der Epidermis und man kann sie wegdrücken. Der Nagelfalz kann ein solches Erythem haben, das sind dilatierte Kapillaren. Pitting Scars, die sogenannten Rattenbissnekrosen und später natürlich schon die Sklerodaktylie, dann ist man eigentlich sicher, dass der Patient eine Systemsklerose hat. Zweiter Punkt ist das Labor, da reichen ein paar wenige Untersuchungen, Blutbild, um Zytopenien zu erfassen. Machen Sie die Blutsenkung, weil die ist oft bei Kollagenosen trotz normalem CRP beschleunigt. Suchen Sie die Hypothyreose, Immunfixation, Kryoglobuline, je nach Vortestwahrscheinlichkeit und insbesondere bei Warnzeichen auch ein ANA-Screening auf der HEP2-Zelle. Wenn das positiv ist, sollten Sie die ANA-Spezifitäten suchen. Da gibt es zum Beispiel der Systemsklerose diese 6. Sie können sich da beschränken, je nach Muster, dass Sie nur eine dieser Spezifitäten testen. Es ist wichtig, das zu erfassen, weil die Spezifitäten sind assoziiert mit einer unterschiedlichen Zeit bis zur Pathologisierung, also Krankheitsprogress, unterschiedlichem Organbefall und so weiter und haben deswegen auch einen Einfluss ein bisschen auf die Monitoring-Frequenz dieser Patienten. Und die dritte wichtige Untersuchung ist die Nagelfalz-Kapillarmikroskopie. Man braucht sie nicht, wenn bereits makroskopisch der Nagelfalz pathologisch ist, aber man kann eben mit dieser Methode subklinische Nagelfalz-Kapillarveränderungen erkennen. Sie sehen hier eigentlich nur ganz wenige normale Kapillaren. Hier sind so zwei noch vielleicht normale, alle anderen sind deutlich dilatiert. Es gibt aber auch Areale mit Kapillarverlust und Areale, wo Kapillaren schon regenerieren. Und Sie sehen auch, dass nicht nur die Kapillaren durchlässig sind für Serumbestandteile, sondern sogar für Erythrozyten. Also es gibt hier mehrzeitige Blutungen. Die wichtigste Frage an die CAPMIC ist sie normal oder ist sie abnormal? Es wird oft blumig umschrieben, aber die Frage ist eigentlich, ist sie normal oder abnormal, erstens. Und zweitens, wenn sie abnormal ist, finden sich abnorm viele Riesenkapillaren oder ein besonders starker Kapillarverlust, dann liegt ein sogenanntes Sklerodermie-Muster vor, relativ spezifisch für die Systemsklerose und eher weg von anderen Kollagenosen weisend. Bei Warnzeichen, denke ich, bei also nicht klassischer jugendlicher Präsentation, bei Mädchen oder so, denke ich, lohnt es sich, die Testbatterie-Untersuchung, ANA-Bestimmung und Nagelfalz-Kapillarmikroskopie durchzuführen. Warum? Es gibt eine sehr schöne Arbeit, wo man das bei mehreren hundert Patienten konsekutiv gemacht hat, zu Baseline und die Patienten dann 20 Jahre nachverfolgt hat, median 4,5 Jahre. Und da zeigte sich, dass bei denjenigen Patienten, bei denen anfangs alles normal war, dass man Entwarnung geben konnte, keine dieser betroffenen Personen entwickelte eine Systemsklerose. Dagegen, wenn entweder sklerodermie-spezifische ANAs oder
nachweisbar waren oder die Nagelfalzkapillarmikroskopie abnormal waren, bei 50%, also jedem zweiten, innerhalb dieser relativ kurzen Beobachtungszeit Evolution in eine Systemsklerose. Dagegen, wenn andere, also nicht sklerodermie-spezifische ANAs positiv waren, auch nur bei einem kleinen Teil Entwicklung einer Kollagenose. Ich denke, auf die muss man nicht unbedingt systematisch achten. Sie sehen auch, dass in die Klassifikationskriterien für die Systemsklerose die ANAs, das Renault-Phänomen und die Nagelfalzkapillarmikroskopie Einfluss gefunden haben. Nun, wie soll man vorgehen, was soll man dem Patienten sagen? Er soll natürlich Hände und Körper warm halten, auch den Körperstamm wärmen. Vom Stressmanagement haben wir schon bei der Migräne gehört. Und natürlich sollten Nikotin und andere Vasokonstriktiva vermieden werden. Therapeutisch, erste Linie eigentlich Calcium-Antagonisten, ist manchmal ein Problem bei den jungen Damen, die eh schon einen tiefen Blutdruck haben. Man kann dann vielleicht auch einen PDE5-Inhibitor, also Sildenafil oder Tadalafil versuchen, braucht seine Kostengutsprache dazu. Topisches Nitroglycerin an die Hand, sollte man allerdings nicht kombinieren und darf man nicht kombinieren. Zweite Linie ist auch Losartan, kann man mit dem Calcium-Antagonisten kombinieren. Und es gibt auch einen kleinen randomisierten Trial zu Fluoxetin. Wenn das Renault schwer wird oder gar kritisch wird, kritische Ischämie auftreten, dann hospitalisieren wir die Patienten oft für Ilomedin intravenös. Ilomedin hat eine kurze Halbwertszeit, muss per Perfusor über 4 oder 5 Tage verabreicht werden und die benötigte Dosis variiert auch von Patient zu Patient, Gründe für den stationären Aufenthalt. Für Plättchenaggregationshemmer gibt es keine wirklich belegbaren Zahlen, es wird empirisch einfach oft gemacht. Und Sympathektomie, da sind die Daten auch sehr unterschiedlich dazu. Wir haben das auch probiert hier, aber ich finde das nicht wirklich überzeugend. Gleiches gilt für Botox. Bei Systemsklerose ist ganz klar, dass Bosentan in 2 randomisierten Studien gezeigt hat, dass es das Neuauftreten von digitalen Ulzera halbiert, aber die Abheilung bereits bestehender Ulzera nicht beschleunigt. Ein Mini-Trial gibt es zu Statinen. Take-home-Message, primäres Renault-Phänomen ist sehr häufig. Bei typischer Präsentation problemloses Management beim Hausarzt. An das sekundäre Renault-Phänomen sollte man denken, wenn das Alter bei Erstmanifestation über dem 40. Lebensjahr liegt, bei männlichem Geschlecht zunehmender Schwere der Attacken oder positiven Kollagenose-antinukleären Antikörpern. Es ist bewiesen, bei strukturellen Gefäßschaden. Und dann würde ich vorschlagen, dass Sie zusammen mit der Rheumatologie diesen Patienten managen. Ich komme nochmal zurück zum initialen Fall. Also epileptischer Anfall, intrazerebrale Blutung, hypertensive Entgleisung, erstbekannte massive Niereninsuffizienz und diese Fingerveränderung. Stimmen Sie nochmal ab. Null, eins, also was soll man nicht tun? Die Mehrzahl sagt sofort, ACE-Hämmer soll man nicht machen und ein Drittel entscheidet sich für die richtige Antwort, sofort hochdosierte Glukokortikosteroide. Der diagnostische Schlüssel für diese Erkrankung sind natürlich diese Rattenbissnekrosen. Damit handelt es sich bewiesenermaßen um ein sekundäres Renault-Phänomen. Und wir haben dann noch die antinukleären Antikörper bestimmt und hier fanden sich Antikörper gegen die RNA-Polymerase 3. Und diese Patienten unterliegen einem massiv erhöhten Risiko für eine renale Krise als Erstmanifestation der Systemsklerose. Und das ist die Ursache für die Epilepsie, den malignen Hypertonus und die Niereninsuffizienz. Es handelt sich hier um einen Notfall, da, wie der Name schon sagt, die Sache krisenhaft auftritt.
Die Erkrankung verläuft innerhalb weniger Tagen bis Wochen zu 100% tödlich. Und die einzige wirksame Therapie ist der sofortige ACE-Hemmer, der innerhalb von Stunden auf die Maximaldosis oder maximal mögliche Dosis eskaliert werden sollte. Unter ACE-Hemmern gelingt es selbst, dass Patienten, die schon mal bei der Dialyse waren, in den Folgemonaten wieder von der Dialyse wegkommen, so auch bei diesen Patienten. Und Steroide sind absolut kontraindiziert. Aufgrund des Mineralokortikoideneffektes dieser Steroide können sie die Sache aggravieren und sie wurden selbst sogar beschrieben, auch als Trigger dieser renalen Krise. Also dieser Reflex, oh, Autoimmunerkrankungen, geben wir doch Steroide, ist nicht immer richtig und bei der Systemsklerose kann sie sogar deletär sein. Somit danke ich für das Interesse und stehe für Fragen zur Verfügung. Lieber Ulrich, ganz herzlichen Dank. Das war natürlich auch fast bösartig, wenn ein Rheumatologe irgendwas Auswahl hat, ob er Steroide gibt und du sagst, es ist die einzig falsche Antwort. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Du bist so ein netter Mensch, aber okay, man lernt ja auch hier dazu. Die häufigste Frage tatsächlich gestellt, finde ich sehr spannend, bei einem medikamentös induzierten Renophänomen, hier steht noch Syndrom, das von gestern, ist es dann, wenn man die absetzt, die Medikamente vollständig reversibel und gegessen oder haben die trotzdem eine Prädisposition, muss ich trotzdem wöchentlich ANAs bestimmen oder was würdest du empfehlen? Kenne ich keine Daten, aber es ist klar, dass das Renault-Phänomen tatsächlich dann oft erst manifestiert, wenn dieser vasokonstriktive Substanz gegeben wird. Beta-Blocker ist für mich fast der Klassiker. Und dass es dann wieder aufhört, wenn man dieses Medikament stoppt. Also eigentlich gute Nachricht. Okay. Das Zweite, du sprichst ständig über die Hände, wahrscheinlich weil du ein Ästhet bist. Schaust du die Füße nicht an oder hast du sie einfach in dem Vortrag nicht erwähnt? Weil sie alle fragen, gibt es ein Renault wirklich nur an den Händen und an den Füßen nennt man es dann anders? Es gibt es natürlich auch an den Füßen. Die Füße sind seltener betroffen von kritischen Ischämien. Aber natürlich, die Patienten berichten auch, dass es an den Füßen genauso losgeht. Interessanterweise gibt es noch ein Renault-Phänomen of the nipple. Also an der Mamele kann sich das präsentieren. Kälte getriggert, typischerweise in der Stillzeit unter hohem Östrogeneinfluss sich erst manifestieren und das kann ein Stillhemmnis darstellen. Verschwindet dann auch oft nach dem Abstillen wieder. Dann hast du offensichtlich alles sehr beeindruckt mit der Nagelfalzmikroskopie, weil das ist so was schön Handwerkliches. Und jetzt ist praktisch die Frage, wer darf das oder wer macht das? Müssen die alle zu dir kommen? Oder würdest du sagen, das kann man bei Amazon bestellen und kann jeder Hausarzt zu Hause machen? Also die Dignität für die Nagelfalzkapillarmikroskopie ist ganz klar bei den Angiologen, obwohl wir Rheumatologen da auch durchaus Kompetenz haben und wir führen sie auch manchmal bei uns durch. Aber ein Hausarzt macht das nicht? Man kann tatsächlich, also die Dermatologen machen das auch manchmal einfach mit dem Dermatoskop, also großen Lupe, sie gucken sich den Nagelfalz an und auch da hat man schon ausreichend Vergrößerung, pathologische Kapillaren zu erkennen. Wenn sich keine Abnormalität mit dem Dermatoskop zeigt, denke ich, lohnt es sich trotzdem noch die Patienten weiter zu überweisen. Jetzt die Dermatologen haben diesen Weg ja schon gegangen, der kommt bei euch vielleicht noch, dass alles, was man abfotografieren kann, wird irgendwann sozusagen durch eine KI beurteilt und dann wird Renault zukünftig dann mit einer App bestimmt oder kann man das Foto machen und dir dann schicken zur Überprüfung? Da gibt es noch keine Option, du machst noch keine Telefingernagelfalz. Es gibt tatsächlich, es gibt Optiken, die, also Otoskope, die kann man auf die Kamera des iPhones stecken. Und dann kann man ein Bild machen. Ich kenne die Technik noch nicht, aber ja, das kommt garantiert. Wir haben gerade sozusagen eine Idee für ein Startup hier lanciert. Sie können sich bewerben, wir wären gerne beteiligt. Dann eine Frage, tatsächlich bei einem primären Renault-Syndrom-Phänomen, hätte ich es fast falsch gesagt, gibt es ein Monitoring, also machst du zum Beispiel jährlich ANA, ANCA, sonst irgendwas, oder wartest du einfach, bis die Leute wieder kommen und sagen, es wird... Also primäres Renault, nein, die schaue ich nicht an, wiederholt, sondern die entlasse ich wieder in die freie Wildbahn. Gebe ihn aber mit, zu sagen, also wenn es
schlimmer wird oder wenn Sie irgendwie Veränderungen der Haut feststellen oder die Finger geschwollen sind, dass Sie dann rasch und jederzeit wiederkommen können. Dann kam mehrfach in unterschiedlichen Fragen, das sind einfach was, was man da doch häufiger sieht oder manchmal selber hat, diese puffy fingers, sozusagen das Gefühl, die Hände sind geschwollen. Würdest du sagen, bei jedem, der mit so geschwollenen Händen rumläuft, sollte man mal einen Termin bei dir ausmachen oder darf das schon mal sein und man guckt dann einfach, dass es abschwillt? Also ohne Renault-Phänomen, also wenn sich an einem Messtisch keine Diskolorisation mit mindestens zwei Phasen nachweisen lässt oder eruieren lässt, würde ich das nicht machen. Auf der anderen Seite puffy fingers beidseitig, wenn das persistiert, muss es natürlich eine andere Ursache geben, was weiß ich, obere Einflussstauung oder Albuminmangel oder Lymphödem. Ich denke, da muss man schon noch nachforschen dann. Aber ich würde primär nicht an ein Renault-Phänomen denken. Okay. Auch das beruhigend, weil das wären wahrscheinlich sehr viele. Dann noch eine ganz praktische Frage, weil es sind eigentlich alle erschrocken, weil du hast ja gesehen, sehr viele würden dir zuliebe erstmal Steroide geben und jetzt ist eine Verunsicherung hier zu spüren. Sagen, okay, ACE würde alternativ auch in Sartan gehen oder ist das eine andere Geschichte? Gibt es da Daten dazu? Also sagen wir so, für die renale Krise sind die besten, robustesten Daten tatsächlich für das Clonidin, für das also für einen ACE-Hemmer, aber wahrscheinlich sind die Sartane genauso gut. Dann gibt es, das wusste ich nicht, aber es haben mehrere jetzt geliked, der symmetrische Fingerbefall, aber unter Aussparung des Daumens. Gibt es da eine Assoziation eben? Ist es da spezifisch für ein primäres Renault? Oder also können alle Finger... betroffen sein. Der Daumen ist deutlich seltener, aber alle Finger können betroffen sein, ohne irgendwie Vortestwahrscheinlichkeit für primär oder sekundär. Aber es müssen nicht alle Finger betroffen sein. Das reicht, wenn ich einen kalten, kleinen Finger habe, dass ich einen Termin bei dir bekomme. Einen kalten Finger, Kälte getriggert, durch, der sich verfärbt. Okay. Und dann gab es noch eine Frage zu sagen, du hast es aber eigentlich da schon beantwortet. Du hast gesagt, Stamm warm halten, Hände warm halten. Das ist natürlich immer so eine Frage, wenn ich losgehe, weiß ich noch nicht, ob es unterwegs kalt wird. Ist es dann zu spät, wenn ich kalte Hände habe, wenn ich dann meine Handschuhe erst anziehe? Also sind die Leute dann ganz jahres behandschuht, wenn es nach dir ginge? Oder reicht es, wenn ich kalte Hände bekomme und mich dann schütze? Ja, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es schon zu spät. Das heißt, es sollte tatsächlich prophylaktisch das Prinzip beachten, dass der Körper wie eine Zentralheizung funktioniert, dass wenn also das Blut schon kalt im Finger ankommt, dann nutzt nichts, wenn ich versuche, am Finger noch mit elektrischen Handschuhen es aufzuwärmen. Aber viele Patienten bauen sich selbst sogar wärmende Taschen, wo sie ihre Finger reintun. Und man sollte natürlich auch beachten, dass Verdunstungskälte auch die Sache aggravieren kann, also Hände waschen, feuchte Witterung, wo es dann feucht wird und so weiter, das ist auch als Aggravationsfaktor für die Patienten, Sterilium und so weiter. Dann haben wir noch eine letzte Frage und da sieht man wieder, dass wir hier halt im Unispital sind. Nach einer Stammzelltransplantation, bin ich dann geheilt sozusagen, weil dann alles auf Reset ist? Wir haben ja tatsächlich sehr viele Patienten, die stammzelltransplantiert werden, bei der systemischen Sklerose auch eine Überlegung. Und jetzt sag mal, würdest du sagen, wenn das mit dem ACE immer nicht funktioniert, ist das die nächste Kohorte für den Jakob Passweg oder würdest du das ein bisschen niedriger halten? Also die autologe hämatopoetische Stammzelltransplantation ist tatsächlich eine der lebensrettenden, weil zum Teil heilenden Therapiemodalitäten für die Systemsklerose. Wir machen das regelmäßig bei ungünstigen Prognosefaktoren und die therapieassoziierte Mortalität ist sehr, sehr gering. In den letzten Jahren haben wir keinen einzigen Patienten verloren an der hämatopoetischen Stammzelltransplantation. Das Renault-Phänomen ist oft das Einzige, was sich nicht bessert. Also die Haut bessert sich, sogar die Lungenfibrose ist rückläufig unter dieser Therapiemodalität, aber das Renault-Phänomen verbleibt und übrigens auch die sklerodermie-spezifischen ANAs, sie bleiben in der Regel ein Leben lang noch trotz Heilung vorhanden.
Wir haben noch 2 Minuten, es haben sich zu 2 Fragen da hochgeschoben, die ich gerne tatsächlich stellen würde. Und zwar, wir hatten ja schon mal gesagt, Anna, Screening jährlich bei primärem Renault, hast du gesagt, nö, die entlasse ich wieder, die schicke ich weg. Trotzdem, wie würdest du Patienten mit CREST begleiten oder mit Renault-Syndrom? Sollen die einfach sozusagen die Therapie nehmen und wenn sie keine Beschwerden mehr haben, sehen sie dich nicht mehr oder machen es dann die Hausärzte? Du hast ja schon gesagt, eigentlich in Zusammenarbeit mit den Rheumatologen. Aber jetzt konkret, wenn wir so Patienten haben, was erwartet die? Werden die chronisch betreut von euch? Also den ANA wiederholt zu testen, das wird in der Regel nicht empfohlen. Also ein ANA sollte eigentlich nur einmal im Leben bestimmt werden. Man sollte ihn nicht wiederholen, auf keinen Fall. Vielleicht nach 20, 30 Jahren, wenn man ihn nicht mehr findet oder wenn man das Labor anzweifelt, kann man ihn wiederholen. Aber man sollte ihn auf keinen Fall jährlich machen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich denke, wenn eine Systemsklerose bereits diagnostiziert wurde, CREST ist ja nichts anderes als eine limitierte Systemsklerose, dann sollte man sich natürlich beim Systemsklerose-Patienten darüber Gedanken machen, welcher Antikörper vorliegt, weil eben der die Organmanifestation mit diktiert und auch das Monitoring und die Prognose mit beeinflusst. Gut, ganz herzlichen Dank. Wir haben praktisch alle Fragen exakt untergebracht. Punktlandung. Herzlichen Dank nochmal für den sehr überschaubaren.